Ja, ich überlasse dir hier den Platz. Ganz lieben Dank, Elena. Ja, auf zur letzten Runde. Man könnte fast sagen, das Beste kommt zum Schluss. Monitor ist da. Wir sprechen jetzt über das Thema Jahresendrallye. Oh, hier ist ein Buchstabe zu viel drin. Trotz der US-Wahl passt schon. Und Covid-19, ja, wir sehen es ja. Die Börsen rennen nach oben, trotz Covid-19. Die Börsen waren ein bisschen wackelig vor der Trump-Wahl. Jetzt stimmt die Richtung dort auch wieder. Dann kommen neue Meldungen um Covid-19, plötzlich ein Impfstoff und der Nasdaq geht ordentlich in die Knie. Also, das sind alles so Sachen, die bewegen natürlich die Märkte und die brauchen wir auch. Die brauchen wir als Händler, um quasi unseren Trading-Alltag beschreiben zu können und das Ganze auch zu planen. Und ja, und so wie man das Ganze im Kleinen planen kann, kann man das Ganze natürlich auch in etwas größerem Maßstab planen. Ich möchte jetzt gar nicht so weit gehen zu sagen, wir machen jetzt mal eine Planung für das kommende Jahr. Das ist sowieso Quatsch. Das ist so in dem Maße, da kann ich wirklich eine Dartscheibe mir an die Wand hängen und Pfeile drauf werfen und sozusagen irgendwelche Dinge auch bestimmen. Da sind so viele Unwägbarkeiten, die da kommen können, wo man dann plötzlich sagt, okay, dann kam halt alles anders. Aber was wir wohl können, ist, wir können so ein bisschen, sage ich mal, auf Sicht fahren. Und auf Sicht fahren, damit meine ich, dass wir auch die Charts dazu benutzen und sozusagen hier an dieser Stelle den Weg planen, wie wir hier im Trading weitermachen können. Und das machen wir jetzt. Das heißt, das Battle des Jahres und Covid-19, das sind gigantische Kurstreiber für Dow und Co. Wer Fragen hat, gerne rein hier in den Chat. Wir machen weiter. Zuvor, bevor wir hier in die Details gehen, natürlich wie immer der Risikohinweis in Gänze zur Kenntnis nehmen, bitte. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Und damit, ja, gehen wir mal so ein bisschen über den kleinen Themenüberblick an dieser Seite. Und da haben wir hier den Blick auf die Märkte im Winter 2020, 2021, Thema Prognosen oder Wetten auf die Zukunft. Dann schauen wir uns mal so ein bisschen an die fundamentale Seite. Das heißt, was kann sich denn verändern mit dem Thema der US-Präsidentschaft, wenn der Wechsel kommt? Das Zweite, auf das wir schauen, ist, was oder welche Rolle spielt Covid-19 an den Märkten? Und als Drittes schauen wir mal noch auf die Rolle der Fed beziehungsweise allgemein auch der Notenbanken. Aber weil halt die Welt auch so ein bisschen davon abhängig ist, was bei der größten Volkswirtschaft der Welt auch passiert, werfe ich hier an dieser Stelle gerne auch mal einen Blick auf die Fed, die Federal Reserve, die US-Notenbank, weil die hat einfach auch sehr, sehr viel in ihrem Potpourri, was sie tun kann, um die Wirtschaft entsprechend auch zu stützen. Also das mal hier und jetzt mit dem Blick sozusagen. Und dann schauen wir uns die Charts nochmal an, je nachdem, was wir schaffen. Gerne auch den ein oder anderen Wunschmarkt hier. Ich habe mal auf die Liste geschrieben, das Thema Öl, das Thema Gold, das Thema Euro, US-Dollar, den DAX, die Nasdaq. Also da gucken wir gleich auch nochmal rein, je nachdem, was das Zeitbudget auch sagt. Wir haben es jetzt um 16:45. Und gerne auch, wie ich schon gesagt, den ein oder anderen Wunschmarkt hier mit reinposten in den Chat, dann kann ich mir den auch gerne einfach einmal mit anschauen. Also, das haben wir hier im Themenüberblick. Und wir starten jetzt mal mit einem Punkt, den ich habe das im Vorfeld ja auch schon gesagt, die Arbeit an den Märkten bedeutet für mich jetzt nicht nur die Arbeit am PC, sondern auch die Arbeit mit Menschen, die sich mit dem Trading auch beschäftigen. Und da komme ich immer wieder an die Situationen drauf, dass ich gefragt werde, Mensch, wie entwickelt sich denn das ein oder andere? Und bei den Unterhaltungen frage ich dann auch immer mal nach, wieso wollen Sie das denn wissen? Ja, wieso fragen Sie mich jetzt, was ich meine, was das und das bedeuten wird, was ich jetzt im DAX zum Beispiel erwarte oder wo sich Gold hin entwickeln kann oder wie sich der Euro US-Dollar entwickelt. Das sind einfach Dinge, die werde ich regelmäßig gefragt und das hat einen Grund, warum man das sucht. Und zwar ist halt immer die große Frage, was bringt es mir denn, wenn ich das entsprechend weiß? Und der Punkt ist hier, dass wir Angst haben, uns selbst, sag ich mal, alleine entscheiden zu müssen oder Angst davor haben, uns alleine entscheiden zu müssen. Und die Angst besteht einfach darin, dass man sich aufgrund seiner eigenen vorliegenden Informationen falsch entscheidet. Ja, das heißt, die Angst, die wir hier haben, das ist ein angeborener Schutzmechanismus. Und der kommt aus der Natur, als wir früher durch den Wald geflitzt sind. Das ist sozusagen ein Instinkt gewesen, der uns das Überleben gesichert hat. Und dieser Instinkt überträgt sich auch auf den Handel an den Kapitalmärkten.
Kapitalmärkten beziehungsweise auf den Handel oder auf das Trading an sich. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Und bei dem Thema Angst ist das halt auch ein Drehpunkt, worum sich Handelsentscheidungen drehen. Das heißt, die größten Ängste der Trader sind zum einen die Angst vor Verlusten und zum anderen die Angst, etwas zu verpassen. Und aus diesem Grund werden halt immer wieder Dinge gesucht, die, sage ich mal, der eigene Meinung gute Stütze geben oder dass man sich als nicht ganz so sicherer Händler umschaut. Mensch, was sagen denn die anderen? Was sagen denn andere Leute, die am Markt aktiv sind, die am Markt auch Geld verdienen? Was sagen die denn? Und haben die vielleicht eine andere Meinung? Und sollte ich meine Meinung vielleicht überdenken? Also das sind so ein bisschen die Beweggründe dafür, dass man hier sozusagen darauf aus ist, das Ganze im sage ich mal, als Unterstützung im Trading zu tun. Ja, deswegen sucht man nach Prognosen und versucht dadurch natürlich die eigene Meinung ein bisschen mit zu verfestigen. Ich sage an dieser Stelle, es geht auch ohne Prognosen von Fremden, sondern es geht sehr, sehr gut auch mit den eigenen Dingen, die man selbst macht. Das ist ein Entwicklungsprozess. Aber ich kann Ihnen sagen, dieser Entwicklungsprozess, der ist unheimlich wichtig. Und wenn man diesen Weg einmal gegangen ist, das ist einfach, man merkt immer wieder, wenn man Recht hat, oder was heißt, es geht ja nicht ums Recht haben, aber wenn man merkt, dass das, was man selbst recherchiert hat, an den Märkten auch gespielt wird und funktioniert, das gibt so großes Selbstvertrauen, dass man sich irgendwann selbst hinsetzt und sagt, ich mache jetzt meine Analysen, ich arbeite meine Handelssetups selbst aus und ich gehe diese Setups ein, weil ich halt auch weiß, dass das, was ich mache, funktioniert. Und das ist so ein bisschen der Übergang, den habe ich persönlich auch erlebt. Das ging mir ganz genauso. Ich habe auch immer bei anderen geguckt, was haben die gemacht, was sagen die denn? Und dann habe ich halt die Dinge der anderen mitgetradet, bis ich irgendwann da drauf gekommen bin zu sagen, hey Guy, das kannst du auch alleine. Und das ist auch viel besser, wenn du es alleine kannst, weil dann flitzt du keinem anderen mehr hinterher, sondern ja, du bist selbst dazu in der Lage, vornweg zu laufen, also nicht vor dem Markt zu laufen, nicht wie vorhin, der Michael Vogt hat das ja auch in seinen Präsentationen auch immer wieder gesagt, den Markt soll man nicht unbedingt vorwegnehmen, das ist oft ein großer, großer Fehler, der kostet viel, viel Geld, sondern einfach zu sagen, ich mache jetzt die Analyse, ich mache mir jetzt meine eigene, sage ich mal, Meinung, meine eigene, sage ich mal, fundamentale und technische Analyse und auf diese baue ich dann sozusagen einfach meinen Handelsstil beziehungsweise meinen Trade auf. Und was dazu notwendig ist, das möchte ich jetzt an dieser Stelle in den nächsten Minuten einfach mal so ein bisschen zeigen, wie ich das Thema angehe, ja, wie ich mir eine Meinung darauf oder darüber bilde, was ich an den Märkten erwarte. Und der erste Schritt, den ich hier mache, ist, ich schaue mir da in der Regel in die Fundamentaldatenseite rein, ja, also die Arbeit an den Kapitalmärkten, die ich mache, hat zwei, sage ich mal, Bausteine. Das ist das erste, die klassische technische Analyse und das zweite, die fundamentale Analyse. Und das sind halt die Bausteine, wo ich mir auch die wichtigen Faktoren raussuche, um eine Planung für die Zukunft auch zu machen. Und dann schaue ich genau hin, was spielt der Markt momentan? Und das, was der Markt spielt, setze ich um, ja. Und aus diesem Grund, das hat mich halt auch dazu gebracht, Phasen zu haben zum Beispiel, wo man auch mal mit nur ganz wenigen Titeln all in ist, ja. Weil zum Thema beim Risikomanagement, das hatten wir heute auch im Laufe des Tages schon mal ein bisschen, da haben wir auch diverse Meinungen gehört, ne? Und man weiß halt, der Herr Gobehrendt hat zum Beispiel gesagt, 0,3% im Scalping, andere klassische Lehrbücher sagen 1%, ich bin in Teilen all in ein oder zwei Titeln drinnen, also das ist ein ganz, ganz anderes Risikomanagement, aber wenn man einmal wirklich weiß, was die Märkte machen und sich dorthin fokussiert und genau das spielt, was die Märkte machen und das in Einklang bringt mit den fundamentalen Daten und dem, was am Markt passiert, dann kann man sehr, sehr gute Setups erarbeiten und dann kann man seine eigenen Prognosen machen und halt zuschauen, was der Markt macht und dort in Richtung der Prognosen dann entsprechend auch mit handeln. Das ist der Punkt. Schauen wir uns auf das an, was jetzt hier auf der fundamentalen Seite in Richtung der größten Volkswirtschaft der Welt läuft, weil das sind wirklich genau auch die Dinge, die den Markt momentan bewegen, die den Markt treiben. Ne? Und da ist hier der erste Teil, wo ich sage, wir schauen mal auf das Thema der US-Präsidentschaft. Das heißt hier US-Präsidentschaft und ein Regierungswechsel. Was macht das mit der US-Wirtschaft? Ja, weil es schaut ja momentan alles danach aus, dass es in den USA einen Regierungswechsel geben wird. Noch ist das nicht zu 100% in trockenen Tüchern, ja, aber ich sag mal so,
es sieht so aus, als wenn der Regierungswechsel hier tatsächlich vonstatten geht. Wie das kommt, was Trump draus macht, wird sich auch alles noch zeigen. Also das ist dann der Unsicherheitsfaktor an den Märkten. Das sind die Dinge, die kann man nie so genau vorhersehen. Aber wir schauen einfach mal hier an dieser Stelle auf die Fakten. Schauen wir. Nummer eins. Wir werden mit einer neuen Regierung definitiv eine Fortführung der Wirtschaftsstützungsprogramme sehen. Ja, dabei ist es jetzt momentan egal, ob das jetzt die Trump-Regierung wieder werden sollte, hauchdünn vielleicht, ja, man weiß es nicht, oder ob es Biden wird, definitiv die Wirtschaft wird unterstützt, weil wir haben ja vorher, vor den Wahlen, auch die Verhandlungen gehabt für Wirtschaftsstützungsmaßnahmen. Und da wurde halt dann irgendwann gesagt, wir brechen die Verhandlungen jetzt ab. Wenn wir ein Stützungsprogramm machen, dann bringen wir das nach der Wahl durch. Punkt, aus die Maus. Und der Jerome Powell, das ist der Notenbankchef von den USA, der hat ja in seiner letzten Sitzung vor der US-Wahl auch gesagt, wir sehen ganz klar den Bedarf der USA für starke Stützungsmaßnahmen. Die Wirtschaft muss unterstützt werden. Wir haben arge Probleme durch Covid-19, durch die Einschränkung der Wirtschaft, sodass die Notenbank auch ganz klar gesagt hat, wir halten jetzt erstmal die Füße still, bis wir eine neue Regierung haben, beziehungsweise bis wir wissen, wie die Wahl ausgegangen ist. Und dann geht das Ganze hier weiter. Also auch da schauen wir nachher drauf, was dort noch kommen kann. Mit Blick auf den Regierungswechsel werden wir jetzt sehen, dass es Wirtschaftsprogramme gibt, die ganz anders ausschauen als das, was bisher der Fall gewesen ist. Ja, also bisher, Trump hat ja auch gesagt, dass die USA zuerst kommen soll und dann der ganze Rest der Welt. Und die USA soll am besten alle oder die Welt soll am besten alles in den USA kaufen und keine Produkte importieren. Das wäre sein großer Traum gewesen, auf Deutsch gesagt. So wird es natürlich jetzt nicht weitergehen. Die Wirtschaftsprogramme, die wir jetzt bekommen, ändern so ein bisschen den Fokus. Ne? Auch Biden sagt, dass die USA sehr, sehr wichtig ist. Und er möchte halt auch, dass viele Produkte in den USA produziert werden, die in den USA gekauft werden können. Und er macht sich halt auch stark dafür, dass das passiert. Aber was er wirklich möchte mit dem Thema Inlandsproduktion, Buy American, hat er ja auch im Wahlkampf schon gesagt, soll einfach wirklich gesagt werden, dass Dinge, die in Amerika gekauft werden, auch am besten in Amerika produziert werden sollten. Das ist einfach, das ist ein Wunsch, den er hat. Und da wird er die Wirtschaft auch draus aufrichten. Also diesen Standpunkt, da ist er nicht der erste Präsident, der das hat. Aber die Art und Weise, wie man damit umgeht, die wird natürlich deutlich anders sein. Also das ist das Erste, die Inlandsproduktion fördern. Das hat auch sehr, sehr wichtige Funktionen und Auswirkungen auf das, was wir weiterbekommen in den USA. Ja. Förderung von Umweltschutz, da hat Trump ja nun überhaupt keinen Wert drauf gelegt. Für den gibt es ja keine Klimaerwärmung, sondern, ja, keine Ahnung. Aber auf alle Fälle, da ist Biden deutlich anders unterwegs. Er sagt, ich möchte den Umweltschutz fördern. Es gibt einen Green New Deal. Er sagt, langfristig möchte ich, dass die USA bis 2050 klimaneutral ist. Das Thema Wiederbeitritt des Klimaschutzabkommens, aus dem die USA ja rausgetreten ist, aus dem Pariser Klimaschutzabkommen, wird dann wahrscheinlich nächstes Jahr auch wieder auf der Uhr stehen. Also man merkt, hier geht einiges in Richtung Umweltschutz auch. Und da werden entsprechend auch die Förderungen reingebracht. Das heißt, Förderung der Infrastruktur in grüne Wirtschaftszweige, in Transport, Bildung und Digitalisierung. All das wird gemacht, um die Wirtschaft in den USA in Schwung zu bringen. Und das sorgt dann, weil viel auch aus den USA kommt, viele Aufträge werden in die USA vergeben und es wird auch darauf Wert gelegt, dass viele dieser Produkte in den USA, die hier gebraucht werden, auch in den USA hergestellt werden. Das sichert Arbeitsplätze, das stärkt den Arbeitsmarkt und das soll auch die Mittelschicht in den USA stärken, was ja eine sehr, sehr wichtige Sache ist. Und das ist ein großer Faktor, ein großer Punkt, auf den Biden auch wirklich Wert legt. Da wird auch drüber nachgedacht, sozusagen diese Triple Pre-Programs, also es gibt sozusagen das Programm in den USA, wo Unternehmen Geld bekommen, um während der Covid-19-Krise, wo die ihre Geschäfte schließen müssen oder deutlich weniger Umsatz haben, dass die liquide bleiben, dass die ihre Rechnung bezahlen können, dass die ihre Löhne bezahlen können, ihre Mieten, also alles, was so anfällt. Das ist dieses Pay Protection Program. Das ist das eine, was mit guter Wahrscheinlichkeit nach den Markt stark stützen wird. Und das zweite ist auch etwas, das wurde schon wieder medial auch
ausgerufen, ist das Thema Förderung der Privaten. Das heißt, da wird es möglicherweise wieder Schecks geben für besonders arme Haushalte, also Konsumentenschecks. Dann wird darüber gesprochen, dass man dieses Arbeitslosengeld, in den USA gibt es ja nicht so dieses klassische Arbeitslosengeld wie bei uns in Deutschland, sondern das ist das alles ganz anders geregelt. Und da hatten wir dieses Jahr auch schon die Situation, dass sozusagen die Arbeitslosen, die Kurzzeitarbeitslosen auch eine Stütze bekommen haben. Und da wird jetzt auch wieder drüber diskutiert, ob man das nicht wieder aufleben lässt. Warum macht man das? Das macht man einfach dafür, dass es keine Liquiditätsengpässe bekommt in den USA und dass die Wirtschaft so in gewissem Maße einen gewissen Schwung behält und dass die Binnennachfrage, die in den USA auch sehr, sehr wichtig ist, dass man die am Leben hält. Weil nur wenn das funktioniert, dann wird der Wirtschaftsmotor in den USA weiter am Leben erhalten. Und das hat dann natürlich auch Auswirkungen auf die Importe in den USA. Und das ist auch für uns Deutsche wichtig. Wir exportieren ja sehr, sehr viele Güter auch in die USA. Und wenn das Ganze, gut am Leben bleibt, wird das auch uns in Deutschland helfen, unserer Wirtschaft und am Ende auch entsprechend den DAX. Also das ist mal ein wichtiger Faktor, den wir hier auf der Uhr haben, Richtung Regierungswechsel und US-Wirtschaft. Das ist das eine. Das zweite, was wir hier mit auf der Uhr haben, ist definitiv die Corona-Krise. Und da ist auch sehr, sehr wichtig, dass man versteht, dass es zwischen Biden und Trump sehr, sehr starke Unterschiede gibt. Ne? Während Trump ja ganz einfach gesagt hat, das Virus ist ein Witz, das ist weg, das ist alles halb so wild. Er hat es ja auch selbst gehabt und hat dann nach außen hin den starken Mann gegeben und gesagt, das ist alles halb so wild, das übersteht man mit der richtigen Behandlung, die kriegt ja alle und. Da ist Biden komplett anders. Biden sagt ganz klar, während der Corona-Krise steht für mich eines im Vordergrund, Arbeitsplätze müssen gesichert werden und Arbeitslose sozusagen müssen gestützt werden. Es ist aber so, dass man hier natürlich unter Biden auch entsprechend die Gefahr sieht, dass es zu Lockdowns kommt, einfach um das Virus besser in den Griff zu bekommen. Das ist natürlich da. Aber Biden versucht halt alles in seinen zukünftigen Dingen, um die Inlandsnachfrage zu stützen und durch diese Wirtschaftsstützungsprogramme die Liquidität der Unternehmen zu garantieren, weil nur wenn die Unternehmen liquide bleiben, können sie ihre Rechnung bezahlen. Und Unternehmen, die diese Krise überleben, sind dann halt auch besser in der Lage, Arbeitsplätze zu erhalten, beziehungsweise dann, wenn die Wirtschaft wieder anzieht, schnell Arbeitsplätze zu schaffen. Ein Unternehmen, was einmal pleite gegangen ist, das kommt in aller Regel nicht zurück. Und deswegen wird hier alles oder sehr, sehr viel getan, dass man sozusagen an dieser Stelle hier die Wirtschaft stützt und die Unternehmen liquide hält. Und noch etwas, worauf sich die Wirtschaft in den USA freut, die Unternehmenslenker, man hat jetzt hier die Sicherheit durch einen wissenschaftlichen Umgang mit diesem Thema. Ne? Beim Trump war das ja immer so hin und her und Wissenschaftler, die sind, die braucht man gar nicht zu fragen, die erzählen ja eh alle nur Käse. Das ist unter beiden deutlich anders und da wird der Umgang auch anders sein und das gibt einfach ein größeres Maß an Sicherheit und wir wissen ja selbst, was die Wirtschaft und die Börse überhaupt nicht mag, ist Unsicherheit, denn in unsicheren Phasen wird die Wirtschaft nicht investieren, sich nicht weiterentwickeln. Hat man aber mehr Sicherheit, hat man so eine leichte Richtschnur, auch wenn man im Nebel auf Sicht fahren muss, ja, weil keiner weiß, was daraus wird, hat man trotz alledem die Maßgaben hier an dieser Stelle, dass man weiß, aha, da ist jetzt jemand, der führt uns an einem gewissen Leitfaden, das gibt uns Sicherheit und damit können wir viel, viel besser planen und das wird am Ende auch den Unternehmer helfen. So, ein weiterer Punkt, Thema Regierungswechsel, was für die US-Amerikaner auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt ist, ist das Thema Gesundheit. Thema Gesundheit, Thema Obamacare, da wissen wir ja, Obama hat etwas in Gang gebracht, um die große, große Anzahl an Menschen, die in den USA keine Krankenversicherung haben, dass das hier besser funktioniert. Das heißt, es wird in Zukunft, wenn es einen Regierungswechsel gibt, eine Fortentwicklung von Obamacare geben. Das ist zumindest der Plan. Ausbau landesweiter Krankenversicherung ist halt gut für die US-Wirtschaft an sich, weil erstens gibt es mehr Menschen, die krankenversichert sind. Das ist gut für die Menschen an sich, weil sie wissen, wenn sie krank sind, müssen sie das nicht alles aus eigener Tasche bezahlen, sondern sie können sich durch die Versicherung sozusagen unterstützen lassen und dadurch besser behandelt werden. Und das Zweite und das Dritte in diesem Zusammenhang oder das Zweite in diesem Zusammenhang ist einfach, dass man dadurch auch die Möglichkeit bekommt, den US-Lieferkettenausbau der Medizin inländisch zu gestalten. Ne?
Die USA sind da ja genauso wie beispielsweise wir in Deutschland auch sehr, sehr oft vom Ausland abhängig. Viele Medikamente kommen aus China. Und das möchte man hier sozusagen auch ändern in diesem Zusammenhang, dass deutlich mehr in den USA gemacht hat. Und das, da braucht man jetzt nur eins und eins zusammenzählen, sichert wieder Arbeitsplätze, bringt Angestellte, bringt Geld im eigenen Land und natürlich, das sichert dann den Fortbestand der starken Inlandsnachfrage. Das ist wichtig. Und eine Sache, auf die wir uns ja auch noch vorbereiten können, ist das Thema der Außenpolitik. Ich hatte es vorhin schon gesagt, Thema Klimaabkommen. Da wird viel Geld auch in das Thema Klima in den USA mitgehen. Und der Außenhandel steht auch wieder unter einem ganz anderen Fokus. Wir wissen zwar, Biden sagt sich auch, okay, die USA steht für mich an erster Stelle. Aber er geht mit dem Thema Außenhandel auch ganz, ganz anders um. Ja, er weiß ganz genau, was er will. Er weiß ganz genau, dass er gute, verlässliche Partner braucht. Und das ist ein ganz, ganz anderer Umgang. Und auch das gibt mehr Planungssicherheit. Und das wird dann am Ende auch wieder positive Auswirkungen auf die Weltwirtschaft haben, wenn die größte Volkswirtschaft der Welt hier wieder einen, sage ich mal, verlässlicheren Weg auch einschlagen wird. Das ist mal zu diesem Thema. Und wenn wir uns das Ganze mal nochmal anschauen wollen, kurz unter der Maßgabe Regierungswechsel und die Index Entwicklung, ja, das ist jetzt rein informativ, was wir hier mal sehen, ja, aber wir sehen halt einfach, dass in den meisten Fällen der kurzfristige Bereich, die kurzfristige Entwicklung auf den S&P 500 nach einem Monat positiv gewesen ist. Es gab ein paar Fälle, da war es negativ. Am schlimmsten war es bei Obama. Da war der Wechsel zwischen John McCain und Barack Obama. Das war aber 2008. Das war eine andere Zeit. Die kann man nicht mit heute vergleichen. Das war natürlich sehr, sehr heftig. Aber ansonsten sind die Börsen eigentlich nach so einem Regierungswechsel wieder relativ gut angestiegen an dieser Seite. Also das rein informativ, dass man sich auch darauf freuen kann. Im Durchschnitt gab es sozusagen nach einem Wechsel auch mittelfristig, kurz- und mittelfristig auch weiter steigende Kurse. Kommt bloß immer drauf an, von welchem Niveau. So, und jetzt schauen wir als dritten Punkt hier nochmal auf das Thema der US-Notenbank. Warum ist die US-Notenbank so wichtig? Die US-Notenbank hat für die USA, für die Stützung der Wirtschaft, auch für die Stützung, sag ich mal, von vielen Sachen der weltwirtschaftlichen Zahlungsströme, weil sehr, sehr viele, sag ich mal, Auslandskredite beispielsweise auch in US-Dollar aufgenommen werden. Und da gibt es halt auch das Thema Zinsen und so weiter und so fort. Die US-Notenbank hat diverse Stellmöglichkeiten, auch jetzt im Rahmen der Stützungsmaßnahmen für die Wirtschaft. Das ist einmal das Thema der Zinsschraube. Na, in den USA ist die Verzinsung noch nicht bei Null und auch nicht im negativen Bereich. Das heißt, da gibt es Stützungsmaßnahmen über das Thema der Zinsen, das ist das eine. Und das zweite ist hier an dieser Stelle die Ausweitung der Anleihekaufprogramme. Warum macht die Fed sowas? Wieso pumpen die, wie man so schön sagt, Geld in den Markt? Die machen das einfach, um den Markt hier an dieser Stelle liquide zu halten. Das heißt, das sind Liquiditätsstützen, weil man halt weiß aus der Vergangenheit, man hat es in 2008 auch gesehen, als wir die Finanzmarktkrise haben. Das größte Problem, was initial bestand, war, dass die Unternehmen kein Geld hatten, um ihre Rechnung zu bezahlen. Und deswegen sind diese Programme auch ins Leben gerufen werden. Ne? Dass diese Theorie, die dahinter steht, ist die Modern Money Theory. Das steht dahinter und die funktioniert auch immer wieder in diesem Bereich, um die Wirtschaft entsprechend voranzubringen. So, und wenn man sich das Ganze jetzt mal anschaut, dann kann man an dieser Stelle schon sagen, okay, immer dieses ganze Kaufen auf Pump, die weltweiten Notenbanken, die drucken Geld ohne Ende. Und was die USA hier machen, das ist so extrem schlimm. Das kann irgendwann nur schief gehen. Ich sage an dieser Stelle, mag sein, vielleicht, ja, aber wir wissen an dieser Stelle, dass einfach diese Stützungsmaßnahmen so extrem wichtig sind für die Wirtschaft, weil wenn Unternehmen pleite gehen, dann hat das ganz, ganz, ganz andere Auswirkungen als vielleicht eines Tages mal eine platzende Blase. Das kann alles kommen, das wissen wir nicht, aber was wir wissen ist, wie es uns momentan geht. Und wir wissen halt einfach momentan, dass wir als Wirtschaft, also dass die Wirtschaften genau diese Stützungsmaßnahmen brauchen. Und die gibt es, und zwar nicht nur in Amerika, sondern weltweit. Und wenn wir uns diese Grafik mal kurz anschauen wollen hier, beispielsweise die Entwicklungen sozusagen hier der Balance Sheets der Notenbanken, also sozusagen der Bilanzen, im Vergleich zum Bruttoinlandsprodukt, dann sehen wir hier beispielsweise, dass die Schweizer Notenbank hier bei 144% vom Bruttoinlandsprodukt steht. Ja, das ist nicht die USA, die da die Bösen sind, wenn man sich dieses mal anschaut. Nein, da gibt es ganz andere. Die Bank of Japan auch weit, weit oben. Ja,
Und dann haben wir die EZB hier in Europa bei 56% und dann haben wir hier die Bank of England und die Fed, die Federal Reserve, die stehen hier unten bei 33-35. Also da sieht man, dass da noch einiges an Platz an dieser Stelle ist und das muss man einfach irgendwo auch mal ein bisschen in den Fokus rücken. Das ist das Thema der Staatsverschuldung im Bezug beziehungsweise der Bilanzausweitung. Ja, und das ist ein ganz, ganz wichtiger Fakt, den man immer irgendwo auch im Auge behalten muss, dass das Ganze in einem vernünftigen Themenbereich steht. Das ist das Erste. Das Zweite, und das ist das, wo viele auch gar nicht drauf schauen, ist denn das Thema der Zinsen. Ja? Wenn man sich die Schweiz mal anschaut, die Schweiz hat nämlich einen Negativzins von 0,75%. Hat hier aber auch die höchste Verschuldung. So, und da ist jetzt natürlich die Frage, was passiert denn mit der Staatsverschuldung, wenn die Zinsen steigen oder fallen? Und da habe ich mir nochmal eine Grafik mitgebracht, mal mit Blick auf die Zinsen beziehungsweise die Entwicklung der US-Bilanz. Und da sehen wir eins ganz, ganz deutlich an dieser Stelle. Ja? Das Weiße hier, das ist die Entwicklung der Zinskurve. Ja? Das ist das sozusagen, wie sich das Ganze hier entwickelt hat. So, also das Blaue ist die Balance, also die Bilanz der Fed. Und das Weiße sind entsprechend die Zinsen, die wir hier sehen. Ne? Und die stehen momentan bei 0,25%. Die Phase hier, als es so weit nach oben gegangen ist, die hat natürlich die Sparer gefreut. Ne? Aber ich bin kein Freund vom Sparbuch. Und ich sage auch allen Menschen, die mit dem Kapitalmarkt irgendwo überlegen, was zu machen. Ich sage, Leute, guckt euch nicht nur das Sparbuch an. Es gibt so viele Möglichkeiten, wie man nachhaltig auch unter vernünftigen Risikoaspekten gutes Geld verdienen kann. Ne? Deswegen mache ich das auch, meine Handelsideen regelmäßig zu präsentieren. Und hier sehen wir, dass sozusagen mit fallenden Zinsen die Fed-Bilanz gewachsen ist. Das heißt, man kann ohne exorbitante Belastungen aufzubauen, hier auf die Zinsen reagieren. Und wir sehen hier an dieser Stelle auch eines, was zu sehen ist, dass die USA halt auch angefangen hat, mal dieses Portfolio ein Stück weit wieder abzubauen. Also diese Möglichkeiten gibt es ja auch noch. Ja, langfristig rechnet man zwar mit deutlich weiter steigenden Kursen, aber kurzfristig braucht die Wirtschaft das halt. Und wenn man einfach mal sieht, dass dieser große Anstieg, den wir hier in der US-Bilanz hatten, in der Fed-Bilanz, mit diesem starken Abschwung hier bei den Zinsen zu tun hat, dann weiß man halt, dass das Ganze keine großartige Belastung ist. Und ich sag mal ein Beispiel. Ja, das kann sich jeder selbst auch ausmalen, wenn jemand ein Haus finanziert hat. Und der hat einen Kredit aufgenommen, sage ich mal, über 200.000, wo dann sozusagen, früher eine Verzinsung von 5% gang und gäbe war, hat er ja eine gewisse Belastung gehabt. Und wenn jetzt die Zinsen, sage ich mal ganz trivial, auf 1% fallen oder von mir aus auch auf 0%, ja, hat er zwar immer noch die Kreditschulden, aber seine Zinslast ist in dem Moment durch den starken Zinsrückgang natürlich immens gefallen. Also man braucht immer, um diese Gesamtsituation zu beleuchten, wie sich das auch auf, sage ich mal, die Kostenvariablen einsteigert oder ausbaut, braucht man immer auch so ein bisschen den Zusammenhang. Erstens, wie ist die Verschuldungsquote und zweitens, wie stellt sich denn die Verzinsung dar? Ne? Und das Dritte ist natürlich dann auch die ganze Einkommenssituation in diesem Moment hier, das Bruttoinlandsprodukt. Das sind wirklich wichtige Fakten, die man hier an dieser Stelle braucht. Und dass man hier bei der Fed langfristig davon ausgeht, dass wir hier weiter steigende Bilanzen haben wollen, das sehen wir mal anhand dieser Erwartungen, die man hat. Also im Juli hatten wir hier knapp 7 Trillionen Bilanzsumme bei der Fed und man geht davon aus, dass es im Jahr 2028, also in gut 8 Jahren, dass wir dort 19 Trillionen US-Dollar haben werden, einfach durch das gesamte Wachstum an dieser Stelle. Ne? Und da kommt es halt immer auch drauf an, zu sagen, okay, inwiefern beeinflusst sowas, diese aktuelle Situation auch denn die Stressanfälligkeit der Volkswirtschaft, einer Volkswirtschaft in dem Moment, was wir jetzt hier schauen, ist einfach mal auf die Wirtschaft der USA zu schauen. Da gibt es einen Stresstest für das Finanzsystem, das wird von der der nennt sich Kansas City Financial Stress Index. Das ist der FRED. Und der FRED zeigt an, wie hoch die Stressbelastung
der USA. Also diese Grafik ist auch aktuell, die habe ich vorhin ausgeschnitten, die gibt es von der Fred St. Louis. Und da sehen wir momentan, da ist kein Stress. Ne? Wo hatte das Finanzsystem massiven Stress? Wir sehen es hier, schaut mal hier, 2008 und 2009, da gab es massiven Stress im Finanzsystem. Der hat sich dann allerdings schnell wieder abgebaut. Und dann hier hatten wir diese hohen Sachen, als wir diese extrem hohen Zinsen hatten, zwischen 98 und 2003. Ja? Da hatten wir es tatsächlich gehabt, da war es mal ein bisschen höher. Ansonsten, aus aktueller Sicht, gibt es finanziell keinen Stress. Die US-Wirtschaft kann das Ganze, was hier gerade passiert, mit der Bilanzausweitung sehr, sehr gut verkraften. Also das braucht man so ein bisschen im Hintergrund, um das Gesamtgeschehen aus fundamentaler Sicht ein bisschen einzukämpfen. Das sind nicht alle Einzelheiten, das sind nicht alle Facetten, aber es ist auf alle Fälle so, dass man das Ganze hier an dieser Stelle auch braucht, um eine vernünftige, fundamentale Entscheidung zu treffen. Und was wir hier an dieser Stelle halt auch sehen, ist weltweit, da muss ich jetzt nicht nur auf die USA schauen, sondern wirklich weltweit, den Punkt anzusetzen, zu sagen, wie geht's denn weiter? Und wir sehen jetzt halt, dass das Thema Corona eine sehr, sehr große Wichtigkeit hat und das Thema Wirtschaftsaufschwung. Und da sehen wir, dass weltweit rund um den Globus alles getan wird, um die Wirtschaft in Schwung zu halten. Und wir sehen das auch bei den Indizes, wie schnell die sich erholen. Also wenn wir uns das mal ganz kurz anschauen wollen, dann sprechen wir mal kurz mit dem Blick auf den DAX zum Beispiel. Den hole ich hier mal ganz kurz rein, nehme hier mal eben kurz die Trenderkennung raus und wir schauen einfach mal hier kurz auf den Wochenchart. Wenn wir einfach mal sehen, hier unten, hier hat Corona um den Jahreswechsel voll zugeschlagen. Ja, da haben wir absolut den Stress gehabt. Die Märkte sind gefallen wie ein Stein. Ne? Auf die einzelnen Gründe will ich jetzt nicht eingehen. Worauf ich aber eingehen möchte, ist, dass man einfach auch gesehen hat, dass der Markt sich sehr schnell wieder erholt hat. Und auch die Wirtschaft, also ich will jetzt nicht davon sprechen, dass sich die Wirtschaft schnell erholt. Die Wirtschaft ist weiterhin unter extremem Stress, aber wenn man sich die Indizes mal anschaut und die Firmenlenker auch mal befragt, die sagen allesamt, also jetzt mal auf die Firmenlenker aufzugehen, wir haben momentan eine sehr, sehr schlechte Phase. Gerade bei uns in Deutschland, das produzierende Gewerbe, dem geht es wirklich nicht gut. Aber was die Firmenlenker halt auch merken ist, wenn die Konjunktur wieder anspringt, wenn die Nachfrage aus China wieder anspringt, das sind Sachen, da merken die ziemlich schnell, dass es wieder ein bisschen besser bergauf geht. Das ist das eine, woran man sehen kann, dass sich die Wirtschaft doch relativ gut erholen kann, weil halt viel dafür gemacht wird, dass die Liquidität da bleibt. Ja, sicherlich, es gibt Sachen, die funktionieren nicht und es gibt auch immer irgendwas zu meckern, aber in irgendeiner Art und Weise funktioniert es relativ gut. Man sieht ja auch, wie schnell sich der DAX beispielsweise erholt wird. Und das ist jetzt so ein bisschen die Hoffnung, die jetzt hier wieder aufkeimt, zu sagen, okay, wenn wir tatsächlich Ende des Jahres einen sauberen Impfstoff haben und wir nächstes Jahr in die Impfung gehen, da wird es weiter Besserungen geben. Und wir haben ja auch dieses Jahr schon gesehen, als es die ersten starken Lockerungsmaßnahmen unter Corona bleibt, wie schnell die Menschen auch wieder rausgehen, wie schnell die Menschen auch in Restaurants gehen, ja, wo draußen alles offen war. Also ich kann da jetzt nur für mich sprechen, bei den vielen Dingen, die ich gesehen habe. Da sieht man schon, die Leute geben da auch Geld aus, die gehen auch essen. Das sind so Sachen, wo man merkt, okay, die sind jetzt nicht so, dass die alles Geld aufs Sparbuch packen und sich sagen, nee, wir machen jetzt erstmal nichts, wir haben Angst vor der Zukunft, sondern das ist schon positiv. Und dieses positive Bild, das spiegeln die Indizes auch so ein bisschen wieder, ja. Und das wissen wir halt, wenn wir davon ausgehen, dass die Staaten momentan alles dafür tun, dass die Wirtschaft sich so gut wie möglich hält jetzt in dieser Phase und sich dann so schnell wie möglich erholen kann. Das ist halt wichtig, ne? Und bei uns in Deutschland beispielsweise ist es so das Thema Kurzarbeit. Es gibt ja dieses Kurzarbeitergeld, das wurde auch nochmal verlängert. Warum macht denn die Regierung sowas? Die macht das, damit die Stellen nicht gestrichen werden, weil einmal gestrichene Stellen werden so schnell nicht wiederhergestellt. Aber die Stellen, die da sind, die bleiben, die haben dann natürlich auch eine viel bessere Chance am Ende, wenn diese Krise überwunden ist, auch weiterhin Bestand zu haben und dann die Leute nicht offen Arbeitslosenmarkt zu haben, sondern weiterhin in Beschäftigung. Das ist viel, viel einfacher, die Leute in Beschäftigung zu halten, als dann Neuangestellte zu finden. Ja, und mit dieser Maßgabe können wir eigentlich, man merkt schon, ich bin da eher der Bullische, der Optimist, in die richtige Richtung blicken. Und unter dieser Maßgabe schauen wir uns jetzt mal den ein oder anderen Index an. Eine Viertelstunde haben wir noch. Also wie schon gesagt, ich sage an dieser Stelle, hier mal gerne die ein oder andere Frage hier an dieser Stelle, ja, das ist mir wichtig. Wer eine Frage hat,
gerne rein hier an dieser Stelle, einfach mal in den Chat mit rein. Dann kann ich den ein oder anderen Wunschmarkt auch mit reinnehmen. So mache ich das übrigens auch morgens in meinen Sendungen hier mit Ticken, mit Blick auf die Währungsmärkte und auch Indizes und Rohstoffe. So, und was wir jetzt machen ist, ja, wir schnappen uns jetzt einfach mal ein sauberes Chartfenster hier und wir starten mal mit einer, sage ich mal, Beurteilung der aktuellen Lage im DAX. Und dann schauen wir einfach mal, wo es hingehen kann. Wer hier den Metatrader kennt, der wird sich sagen, was ist denn hier jetzt drin? Ich arbeite hier immer mit dem Stereo-Trader zusammen und zum Stereo-Trader an sich gibt es auch noch hier die Möglichkeit, sich Trends anzeigen zu lassen. Und zwar ist das hier das MTO in Live-Signal, was man hier mit einbinden kann. Und das kann man dazu nutzen, sozusagen sich auch Trends in den Charts einzeichnen zu lassen. Warum mache ich das? Weil die meisten Handelssystematiken halt innerhalb von Trends funktionieren, ja. Ich meine, je kürzer der Zeitrahmen wird, im Scalping zum Beispiel, hat eine große Trendlage relativ wenig zu suchen, ja. Oder wie wir heute gesehen haben, dass der Dirk Hilger gesagt wird, ich gucke zwar auch auf die Trends, aber für mich sind die starken Bewegungen wichtig, ja. Das sind alles auch Trading-Ansätze, die in einem Chart funktionieren und ich weiß halt, dass viele dieser Dinge auch irgendwo die größte Stärke immer dann entwickeln, wenn wir irgendwo die ganze Analyse in Form eines Trends haben und wir auch wissen, was wir jetzt handeln, ob wir mit unserem Setup in Richtung des Trends traden oder ob wir mit unserem Setup in die Korrektur des entsprechenden Trends traden. Und wenn man dann entsprechend noch die Verortung der aktuellen Bewegungen sieht, ja, dann weiß man schon, das Ganze deutlich besser hier entsprechend anzunehmen und aufzunehmen. Und unter dieser Maßgabe schauen wir uns den DAX jetzt einfach mal an. Ja, und hier sehen wir ein sehr, sehr starkes Hin- und Herspringen, was wir hier haben. Und wir sehen natürlich auch hier Thema Corona, ne, die zweite Welle, die wir jetzt in Deutschland erleben, die hat natürlich auch massive Auswirkungen auf diesen Leitindex, also auf unseren Leitindex gehabt. Und was wir hier entsprechend uns mal anschauen wollen, ist mal das große Bild hier im DAX. Und da sehen wir auch einige Sachen, die wir vorhin von Martin Dörsch beispielsweise auch schon besprochen gesehen haben, an Chartmustern an sich, die wir hier haben. Zum Beispiel hier diese Situation, dass wir von unten raus einen ziemlich steilen Anstieg hatten und oben raus wurde dieser Anstieg aber flacher. Ja, das ist so eine klassische Wendeformation. Das ist hier ein ansteigender Keil. Der Martin Dörsch hatte vorhin auch den abfallenden Keil gehabt. Das ist die Wendeformation in einem Abwärtstrend. Und genau das ist hier passiert. Wir sind unten drunter ausgebrochen und dann haben wir gesehen, der Markt ist nach unten rein getrendet. Ja, und da sehen wir auch, wenn wir solche Situationen haben, ich gehe jetzt einfach mal auch ein bisschen in die Vergangenheit, damit man auch so ein bisschen ein Gefühl dafür bekommt, wie man die Zukunft planen kann, wenn man noch Charthistorie im Hintergrund hat. Ja, das ist alles immer ein bisschen anders, wenn man auf Allzeithochs steht, aber gerade auch im Währungshandel, ja, da steht man ja selten auf Allzeithochs oder Allzeittiefs, sondern Währungen sind ja von der Seite her keine Dinge, die Werte schaffen, sondern die bewegen sich irgendwo immer in gewissen Bandbreiten, während ein Index, ein Aktienindex schon Werte schafft, der langfristig steigt und deswegen, wenn man auf Allzeithochs steht, hat man da relativ wenig Orientierungspunkte, aber zwischendrin gibt es schon einige Sachen, die da interessant sind. Da sehen wir halt auch mal bei diesem Rutsch nach unten, ja, wo sind denn interessante Level? Und da kann ich hier mal eine Linie reinzeichnen, wo man sieht, das war schon marktrelevant. Das war hier hinten marktrelevant an dieser Stelle. Dann haben wir hier den Ausbruch oben drüber gehabt. Hier hatten wir das Gap mit Relevanzen. Tja, und dann haben wir es gesehen. Genau dahin sind wir wieder raufgelaufen. Und dann hat hier eine Wahnsinns-Rallye wieder angefangen, die uns von unten aus diesem Tiefbereich raus unter der Marke von 11.200 Punkten deutlich nach oben reingebracht haben. Und jetzt sehen wir halt eine schöne Sache von einer Verortung, nämlich wir sind hier oben schon mal über dieses kleine Zwischenhoch gelaufen. Das heißt, aus rein technischer Natur sind wir jetzt schon mal über diesen Abwärtstrend drüber gelaufen, haben den rausgenommen. Jetzt haben wir aber natürlich noch keinen Aufwärtstrend. Das sehen wir hier an dieser blauen Linie. Wie sieht ein Aufwärtstrend aus? Wir brauchen natürlich jetzt noch die Gegenbewegung hier aus diesem Bereich raus und dann die nächste Aufwärtsbewegung. Also das, was wir hier sehen, eine Korrektur und dann den Schub oben drüber. Das sind mal die Faktoren, wo ich sage, das brauchen wir wirklich für das längerfristige Bild, wenn wir hier ein Long Setup planen möchten. Ja, das ist das, was notwendig ist und das ist das, was wir an dieser Stelle brauchen. Und daraufhin baut sich sozusagen auch die bullische Prognose aus. Das heißt, Level, die für uns jetzt an dieser Stelle interessant sind, wenn wir hier über dieses Zwischenhoch drüber laufen, die sind aus der Chart-Historie zu nehmen. Das wäre einmal hier
diese Marke, knapp die 13.300-Punkte-Marke. Warte, wir machen das mal kurz anders mit dem anderen Programm. Hier oben, ich ziehe mal die Linien drauf. Da war nämlich die 13.5 hier oben, genau. 13.300, das ist der Drehbereich, in dem wir hier unten stehen. Ne? Das sind wir hier oben dran gelaufen. Das ist der wichtige Drehbereich hier. Und wie schon gesagt, wenn es hier zu einer Trendfortsetzung kommt, dann wäre mal der nächste kurzfristige Anlaufbereich ganz klar hier dieses kleine Zwischenhoch, um die Marke von 13.500 Punkten, um dann im Anschluss hier oben rauf das Allzeithoch zu nehmen, das wir hier liegen haben. Das wären mal Marker, die wir auf der längerfristigen Seite durchaus jetzt nach oben sehen können, wenn wir hier ein positives symbolisches Szenario auch Richtung Dezember hin bekommen. Das heißt, die sogenannte Weihnachtsrallye, sind das durchaus Marken, die wir da haben. Die Frage ist jetzt nur, von welchem Punkt aus starten wir dorthin? Ja? Und da müssen wir uns jetzt die aktuelle Situation hier nochmal ein bisschen genauer beleuchten. Denn, ich mache mal kurz die Trenderkennung raus, diesen starken Schub, den wir hier nach oben gesehen haben, da war ja sehr dynamisch. Und jetzt stellt sich halt wirklich die Frage, wie verläuft denn die Korrektur? Und wer sich diese Frage auch stellt, dem zeige ich jetzt mal, wie ich da eine Planung mache. Ich schaue eher in die untergeordnete Zeiteinheit rein, weil da sehe ich die Trends. Ne? Und die Trends ist das, was wir hier sehen. Das sind die Bewegungen und Korrekturen, die sich hier so schön aneinander reihen. Und das ist die Planung, die ich jetzt auch mache. Das heißt, wir sehen es hier, ich male es mal grob nur ein. Ja? Erste Bewegung, initiale Korrektur, zweite Bewegung, Korrektur, dritte Bewegung, wieder Korrektur. Und das ist jetzt der Punkt, der hochinteressant ist zu sehen, weil jetzt sind wir unten rangelaufen. Und jetzt dreht der Markt wieder nach unten ab. Und die große Frage ist jetzt, dreht er nach unten ab oder haben wir hier möglicherweise um die Marke von 12.900 Punkten ein Support-Level, was hält? Hält es nicht, bekommen wir einen Abwärtstrend, der diesen vorangegangenen starken Kursschub einmal korrigiert. Und wenn ich persönlich jetzt die Long-Seite spiele, dann weiß ich halt, wichtige Anlaufmarker, die ich hier aus diesem Bewegungsbereich da oben raus jetzt auf der Unterseite habe, also sollte es tatsächlich zu einer Ausweitung der korrektiven Phase kommen, dann kann ich ja schon mal sagen, wo kann es hingehen? An welchen Stellen kann ich mich positionieren, um nach Umkehrmustern zu schauen? Und das sind ganz klar hier. Das sind die Zwischentiefs, die wir hier drinnen liegen haben. Diese Marker, die haben wir ja da. Da können wir genau planen, wo es hingeht, ne? Hier unten, das hatte der Martin Gürsch auch gezeigt, das Thema inverse Schulter, Kopf, Schulter. Schaut mal hier, das ist ein Kopf, eine Schulter, das ist ein Kopf, das ist eine Schulter, hier hat man die Nackenlinie. Das war eine Umkehrsituation und dieser Bereich hier unten ist natürlich diese starke Bodenbildungsphase. Ja? Und das ist halt ein Punkt, wo ich sage, spätestens dort sollte irgendwo eine Umkehr kommen, sonst brauche ich mich kurzfristig erstmal nicht mit Long-Szenarien für das Mittelfristige zu beschäftigen. Also das ist an dieser Stelle ein sehr, sehr wichtiger Fakt. Und das sind halt auch die Marker, die wir dort in diesem Bereich dann liegen haben. Also auch hier die Anlaufpunkte. Fallen wir hier unter dieses Level drunter, haben wir in der Stunde einen validen Abwärtstrend, der uns erstmal die korrektive Richtung vorgibt. Ja? Und dann orientieren wir uns einfach für die Marken, wo kann denn jetzt eine Umkehr kommen? Ja? Diese Marken kann man nicht nur für die Umkehrplanung nehmen, sondern für diejenigen, die diesen Markt auch short traden, als Ziel mitnahmen. Ja? Aber für die Long-Richtung sind das halt für mich genau zählbare Levels. Das heißt hier ganz grob gesagt, die Zwischentiefs 12.375 hier, die 12.780 Punkte Marke, hier unten der Drehbereich um die 11.600 und dann hier das Zwischentief unten, was wir hier an Spitze gehabt haben, um die 11.325. All das ist die Korrektur von diesem starken Move nach oben. Ich weiß natürlich auch, dass das an Stärke zu sehen ist, wenn wir hier oben schon drehen. Also wenn wir über der 12.9 bleiben und dann nach oben drehen, das wäre ein massives Stärkezeichen. Alles andere ist dann eher ein Zeichen von Schwäche. Woher das kommt, ist natürlich nicht sicher. Trump kann Einfluss darauf nehmen. Er kann mit seinen Sachen, die er jetzt macht noch, vor einer möglichen Amtsübergabe oder Strafverfahren eine ganze Menge machen. Und gestern auf NTV war auch gesagt, nun ja, wenn der Preis stimmt, dann ziehe ich einfach aus dem Weißen Haus ab. Also
Schwamp hat irgendwas noch im Hinterkopf, was er unbedingt erreichen will, wie das ausschaut. Also ich weiß nicht, was da passieren wird, aber er hat natürlich das Potenzial in der Hand, die Märkte deutlich zu bewegen. Und für genau so eine Situation brauchen wir halt die Planung des fallenden Szenarios. Das können wir ja gut traden, ja. Da haben wir die Anlaufpunkte da und da müssen wir uns in dem Moment dann wirklich nur auf die Lauer legen und zu schauen, gibt es hier ein Umkehrmuster? Wenn ja, dann können wir diese nutzen, um reinzugehen. Und wer die Short-Side tradet, weiß halt, an welchen Stellen hier Gewinne abgegeben werden können, um die Positionen zu schließen. Also das ist mal so ein bisschen der Punkt hier mit Blick in den DAX, in das, was kommen kann, was wir hier entsprechend auch auf der Uhr mit haben. Und damit, ja, ist es jetzt auch gleich um 5. Das heißt, an dieser Stelle schaffe ich keine zweite Analyse. Aber nicht traurig sein, morgen früh, freitags, mache ich in aller Regel neben den klassischen Marktbesprechungen auch noch eine starke, große, breite Marktanalyse. Da schaue ich mir an, dann auch die anderen Indizes an. Da gehe ich auf die US-Indizes ein, da gehe ich auch auf Öl ein, da gehe ich, wenn es passt, auch auf den Euro-US-Dollar ein. Das heißt, wen das interessiert an dieser Stelle, einfach mal, ich ziehe es mal kurz rüber hier, kurzen Augenblick, auf die Website von Tickmill gehen, also einfach die Tickmill-Seite angeben. Die Elena hatte das Ganze hier auch schon gemacht und dann hier entsprprechend auf die Werkzeuge gehen, auf die Webinare klicken und dann hier, wie es drin steht, einfach hier auf die täglich neuen Handelsideen draufklicken, sich anmelden und dann kann man das Ganze über Zoom sehen oder man sucht mich oder beziehungsweise Tickmill Deutsch auf Facebook und gibt Tickmill Deutsch auf Facebook sozusagen sein Like und dann kann man da entsprechend auch dabei sein. Da ist die Community, die wächst seit einigen Jahren und ich freue mich auch auf die wachsende Community und wer da die restlichen Indizes auch sehen möchte, beziehungsweise regelmäßig entsprechend auch die Handelsideen sehen möchte, die wir hier jeden Morgen haben, der schaltet dort einfach ein. Das Ganze ist absolut kostenfrei. Ich sage an dieser Stelle aber auch, schauen Sie sich gerne mal den Broker an. Im Forex-Bereich ist ein Top-Broker, wirklich richtig gute Konditionierungen, die wir hier haben, sehr gutes Team hinten dran. Also ist das definitiv etwas, was man auf dem Schirm mit haben sollte. An dieser Stelle sage ich für heute noch einmal, die Elena hat es ja vorhin auch gesagt, ein großes, großes Dankeschön dafür, dass viele so lange dabei geblieben sind. Einige hundert Zuschauer haben wir hier den ganzen Tag mit dabei gehabt. Ich hoffe, dass an dieser Stelle die Vorträge für alle auch sehr, sehr interessant gewesen sind und der Markt kann morgen auch noch, die World of Trading geht ja morgen weiter. Da haben wir einen Online-Messestand sozusagen, einfach mal auf dem Online-Messestand vorbeischauen bei der World of Trading und dann kann man hier mit Tickmill auch noch ein bisschen in Kontakt treten, die ein oder andere Frage stellen, sich informieren lassen. Also gerne nochmal draufschauen. Ich sage an dieser Stelle danke und sage, bleiben Sie gesund. Vielleicht sehen wir uns ja morgen früh direkt auch in den nächsten Sendungen. Danke fürs Zuschauen und ja, bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Tschüss.